Was noch hervorhebenswert ist, sie entstammt der deutschen E-Mail-Geburtsstadt Karlsruhe, wo offenbar 1986 das erste E-Mail auf einer Uni eingelangt ist. Und sie ist seit 12 Jahren in Wien zu Hause. Anita Egger, bitteschön, die Bühne gehört dir. Dankeschön. Danke. Ja, schönen guten Abend. Schönen guten Abend auch in die Bundesländer. Finde ich toll, dass wir heute so vernetzt miteinander umgehen können. Wir starten gleich mit der Blitztherapie. Meine erste Frage ist, wer hat heute schon jemanden geküsst? Bitte um Handzeichen. Mit geküsst übrigens kein Display, gell? Menschen aus Fleisch und Blut. Hey, die Kussbilanz bei den Kreativen ist super. Nochmal ganz kurz. Wer hat heute schon geküsst? Mensch, wenn ich das im Konzern frage, das ist ja der Hammer. Sie haben heute noch niemanden geküsst? Na, jetzt wird's aber Zeit, oder? Gertraud, kann ich gleich bei dir fragen? Kuss heute, hast du ein Gefühl, war das so der, wir sind seit 20 Jahren verliebt, Kuss? Also sprechen wir von Millisekunden oder war das schon so ein bisschen Director's Cut? Wie viel Zeit hast du gebraucht? Das war mein kleiner 5-jähriger Sohn, mindestens 2 Sekunden. Super, gut. Kann noch jemand mehr bieten hier im Raum? 2 Sekunden Kuss? Ja, super. Für alle anderen, der Abend ist noch nicht vorbei, Sie können da heute noch nachlegen. Die nächste Frage ist, wer hat denn heute schon E-Mails gelöscht? Bitte um Handzeichen. Ja, ein Wald voll Armen. Frage ich gleich mal hier vorne, wie lange dafür gebraucht, E-Mails löschen? Das ist eine gemeine Frage. Ich war 3 Tage krank. Oh. Ja, bitte. Und deswegen habe ich etwas länger gebraucht. Stimmt, ich habe 1,5 Stunden gebraucht. Oh, dann wäre es vielleicht Zeit für einen neuen Spamfilter. 1,5 Stunden. 1,5 Stunden wird hier, glaube ich, niemand heute überbieten können. Okay, nächste Frage noch. Wer war denn heute schon auf Facebook? Ja, interessant. Trauen sich vielleicht auch einige nicht zu sagen. Ich würde mal sagen, ein bisschen mehr als 1/3 der Menschen. Die stärkst wachsende Zielgruppe auf Facebook sind übrigens jetzt die Silver Server, wie man an diesem Bild hier sehr gut erkennen kann. Auch die haben inzwischen gecheckt, was man auf Facebook alles treiben kann. Gut, die Letzten haben es jetzt auch gemerkt. So, und die letzte Frage ist, wenn Sie heute im Büro waren, aber meine Frage bezieht sich auf die Nacht von gestern auf heute. Wer hat länger geschlafen als 7 Stunden? Gesund. Okay. Jetzt habe ich ungefähr ein Bild, wo ich Sie abhole. Ich habe Sie diese 4 Fragen gefragt, weil diese 4 Fragen haben mein eigenes Kommunikationsleben ganz entscheidend verändert. Und zwar sieht die Sache so aus, ich habe eine Studie gelesen, da stand drin, wenn ein Mensch heute 75 Jahre alt wird, dann verbringt er eine gewisse Zeit mit Schlafen, dem Löschen unerwünschter E-Mails, Küssen und wenn er 2 Tage am Tag auf Facebook ist, dann auch noch mit Facebook. Und wenn Sie sich jetzt die Zahlen da ansehen, ist ja mal klar, wir küssen leider nicht 23 Jahre unseres Lebens, das wäre super. Nein, wir verschlafen 23 Jahre unseres Lebens. Interessantes Nebendetail, wir verschlucken dabei 8 Spinnen, die über unsere Bettdecke krabbeln. Als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, naja, weniger schlafen, vielleicht doch irgendwie ganz gesund. Die Zahlen, die mich aufgerüttelt haben, sind natürlich die anderen 2. Wenn wir 75 Jahre alt werden, verbringen wir Stand heute 8 Monate unserer Lebenszeit nur mit dem Löschen unerwünschter E-Mails. Und wenn jemand auf Facebook ist und 2 Stunden am Tag auf Facebook ist, verbringt er 6 Lebensjahre auf Facebook. Und dann die mickrigen 14 Tage. 14 Tage Kusszeit. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, so, ich muss mein Kommunikationsleben ändern. Erstens, zweitens, das beginnt mal damit, dass ich selber mal Bilanz ziehe, um zu wissen, wo stehe ich denn gerade mit meiner Kusszeit, mit meiner E-Mail-Zeit und so weiter. Dann bin ich zurückgereist nach Karlsruhe, in meine Geburtsstadt, ins Jahr 1984. Da kam die erste E-Mail an der Uni Karlsruhe an, es hat Pling gemacht. Ich war damals noch jung und analog und die E-Mail trat ja als die Wunderwaffe in unser Kommunikationsleben, ja, das Schweizer Messer. Wir konnten plötzlich von hier nach Feuerland in Nanosekunden eine Nachricht verschicken. Und vielleicht bekamen wir auch in Nanosekunden Antwort. Und dann haben wir gesehen, unser Studienfreund, der sieht heutzutage auch eher aus wie die Raubkopie von Homer Simpson, aber voll wurscht, wir bekamen Nachricht aus Feuerland nach Wien. Innerhalb von wenigen Sekunden, vielleicht noch mit dem Foto dran. Die E-Mail kam also in unser Kommunikationsleben als ein neues Paradies. Aber wie das so ist mit den Paradiesen, sobald der Mensch darin haust, verkehrt sich das Paradies so ein bisschen ins Gegenteil. Dann habe ich mein Leben betrachtet und habe gesagt, gut, wo stehe ich denn? 39 bin ich jetzt und dann habe ich nachgerechnet und kam drauf, dass ich tatsächlich schon 1,5 Jahre meines Lebens ver-E-Mailt habe und 2,5 Jahre versurft. Danke, dass Sie lachen. Jetzt kann man fragen, wie konnte es so weit kommen?
Und ich habe mich natürlich auch gefragt, wie konnte es so weit kommen? Bei mir lag das an meiner Karriere. Ich habe als Journalistin gestartet, dann habe ich mehrere Startups aufgebaut. Ich habe eine Kreativagentur, eine Werbeagentur 7 Jahre geleitet. Und zum Schluss vor meiner Selbstständigkeit habe ich noch 3 Jahre lang einen Online-Verlag, ein Online-Medienhaus aufgebaut. 60 Mitarbeiter, Durchschnittsalter 25 und wir waren bewaffnet, ja. Wir hatten alle den 6. Finger, unser Smartphone. Notarzt war ein Hilfswort gegen die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben. Rund um die Uhr kommuniziert, immer die Welt retten und allen voran ich, ja. Ich habe meine Tage damals im Meeting-Marathon verbracht. Nachts am Wochenende und im Urlaub hatte ich dann mal Zeit, Qualitätsmanagement zu machen und habe meine armen Mitarbeiter rund um die Uhr mit E-Mails bombardiert. Ich wusste damals noch nicht, was es heißt, wenn man die Postpest im E-Mail-Eingang seiner Mitarbeiter ist, und habe dann aber gemerkt, dass das nur kurzfristig die Produktivität der Leute steigert, wenn man sie in die ständige Erreichbarkeit zwingt und die sind engagiert und die machen mit. Kurzfristig steigert das die Produktivität. Langfristig brennt es die Menschen aus. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so ganz entspannt bin ich eigentlich auch nicht mehr nach 15 Jahren an der vordersten Front in der Internetbranche. Und dann habe ich festgestellt, dass sich ein paar Kommunikationskrankheiten bei mir eingeschlichen hatten. Und als ich die festgestellt hatte, habe ich mir gedacht, die muss ich jetzt therapieren. In meinem Team, für mich selber und dann beim Buchschreiben auch für alle anderen. Und die erste Krankheit, auf die ich kam, die meinen Tag wirklich bestimmt hat, war der E-Mail-Wahnsinn. Was ist E-Mail-Wahnsinn? Kurzes Beispiel, E-Mail-Wahnsinn passiert auch in den besten Kreisen, zum Beispiel hier im Deutschen Bundestag. Was war da passiert? Es gab eine E-Mail an über 3000 Bundestagsabgeordnete in Berlin. Da stand drin, Leute, es gibt ein neues Gesetzeshandbuch, das kann man sich jetzt wo abholen. Und dann hat witzigerweise Silvia, eine Abgeordnete der Grünen, auch noch aus Karlsruhe, die hat sich gedacht, Mensch, ist doch super, wenn es da ein neues Gesetzeshandbuch gibt. Da schreibe ich doch meiner Freundin Britta, die soll mir eins mitbringen, wenn sie sich eins holt. Gesagt, getan, ratzfatz, geht ja heute so schnell, drückt die doch auf an alle Antworten. Zack. Über 3000 Abgeordnete kriegen diesen Text, liebe Britta, wenn ihr euch eindeckt, deine Silvia. Es dauerte genau 60 Minuten, bis die Mail-Server im Bundestag in die Knie gegangen sind. Und in dieser Zeit ging es voll ab im Bundestag. Eine Fraktion der Abgeordneten hat geschrieben, nehmt mich sofort von dem verdammten Spam-Verteiler. Andere haben gemerkt, Öffentlichkeit. Und haben geschrieben, hey, ich grüße meine Mutti, zack, an alle senden. Wieder andere haben gesagt, so parteiübergreifend haben wir im Deutschen Bundestag noch nie kommuniziert. Vielleicht sollten wir das wiederholen. Schlechte Idee, weil so verbrennen wir ganz, ganz viel Geld innerhalb von kürzester Zeit. Einfach nur E-Mail an alle. Das ist E-Mail-Wahnsinn in seiner allerreinsten Form. Die zweite Krankheit, auf die ich in meinem Berufsleben kam, war sinnlos Surf-Syndrom. Was ist das? Das kennen Sie sicher auch. Man fühlt sich ja heute schon ein bisschen bemüßigt, seinen nächsten Gedanken zu googeln. Also googelt man mal munter dahin und dann vergehen irgendwie viele Minuten Lebenszeit. Nach 1,5 Stunden findet man sich auf der 17.000. Webseite hinten links, schaut fasziniert ein süßes Katzenfoto an und dann denkt man sich, was wollte ich denn eigentlich vor einer Stunde? Und man hat es vergessen, das ist sinnlos Surf-Syndrom. Und das hat übrigens auch gravierende Auswirkungen aufs Privatleben. Und hier zur Abschreckung für alle, die wir hier sind, ein kurzes Video, was passiert, wenn man sinnlos Surf-Syndrom zu sehr exerziert auf der Privatebene. Falls jemand das Thai nicht mächtig ist oder die englischen Untertitel nicht lesen kann, sie beschwert sich einfach bei ihrem Mann und sagt, du hockst nur noch vor deinem Computer, hast keine Zeit mehr für die Beziehung, bitte lass uns was ändern. Und dann schauen Sie mal, wie er reagiert. Jin, du weißt, ich habe keine Zeit. Jin, ich habe keine Zeit für uns zwei. Aber ich muss es. Ja, sinnlos Surf-Syndrom, muss halt ein Medikament jetzt nehmen. Es geht auch anders, deswegen bin ich heute hier. Der Teufelskreis des gemeinen Computer- und Bürokriegers schließt sich mit dieser Kombinationskrankheit. Die tritt meistens im Paarlauf auf. Es handelt sich dabei um Meeting-Malaria in Kombination mit Präsentationspest. Was ist das? Meeting-Malaria entsteht dadurch, dass man ja heute dauernd Meetings machen muss, den ganzen Tag über.
Und weil niemand mehr Zeit hat, wir haben auch alle keine Zeit mehr, unser Handy so zu konfigurieren, dass es uns Zeit bringt, statt Zeit spart. Wir nutzen überall nur noch die Idiotenfunktionen von allem, brauchen dann aber sofort wieder ein neues Gerät, was noch mehr kann, was wir nie nutzen werden. Für Meetings hat auch keiner mehr Zeit, sie bereitet keiner mehr vor. Also nimmt man halt ein paar Folien her, die man irgendwie sich so zusammenstellt. Und in Konzernen läuft es dann so, da stellt sich dann einer hin. Und hinter mir wäre jetzt in 8 Punkt, ja, mit ganz vielen, vielen Bullet Points Text. Und weil man sich ja nicht vorbereitet hat, bleibt einem nichts anderes übrig, als das vorzulesen, was da auf der Folie steht, die an eine hilflose weiße Wand geklatscht wird. Ja? Man liest vor, was andere Menschen lesen, und das wirkt schlimmer als Valium 10. Jetzt traut sich niemand im Meeting deshalb einzuschlafen. Was machen die Meeting-Teilnehmer? Sie frönen dem E-Mail-Wahnsinn und dem Sinnlos-Surf-Syndrom. Geldverbrennung in großem Stil, Lebenszeitvernichtung auch. Ich habe dann in meinem vorigen Unternehmen habe ich gesagt, okay, ab jetzt haben die Handys Meetingverbot und ich will Ihnen das als gleich ersten Tipp mitgeben, weil warum? Wenn Sie das nicht machen, dann passiert Ihnen sowas. Und übrigens, es reicht nicht, die Handys lautlos zu schalten, wenn die Leute immer noch den Vibra-Call drin haben. Vibrieren ist nämlich nicht lautlos. Vibrieren macht zzzzt. Lautlos ist so. Meetingverbot für Handys, ich zeige Ihnen warum. Ja, und man kann es verstehen, oder? Man kann es doch wirklich verstehen. Wenn man sich das anschaut, muss man sich echt fragen, sag mal, wo sind wir denn heute angekommen? Wie gehen wir denn miteinander um alle zusammen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da kriegt niemand mehr was mit vom Meeting. Ja? Die sitzen alle nur da und da vergeht Lebenszeit. Es kommt nichts dabei raus, außer dass unser Aggressionslevel steigt. Und irgendwann werden wir total amokmäßig rumlaufen, wenn das so weitergeht. Deswegen ist es Zeit, jetzt was zu ändern. Denn ein Stopp ist heute so wichtig, weil die Zukunft wird das Ganze noch schneller machen. Und deswegen ist mein Plädoyer, heute mal nachzudenken, wie diese digitalen Medien, die dafür da sind, uns Zeit zu ersparen, unsere Produktivität zu steigern und uns viel Segen bringen können. Nur wir müssen sie so konfigurieren, dass sie uns was nutzen und nicht von den schieren Medienmöglichkeiten sagen lassen, wie wir Medien benutzen. Wenn wir uns anschauen, was Zukunftsforscher sagen, wir sind zurzeit in der Wissens- und in der Informationsgesellschaft. Als nächstes kommt die Virtual Society und dann kommt die Augmented Society. Das müssen wir uns darunter vorstellen. Augmented Society, wir stehen morgens auf, unser Badezimmerspiegel ist ein Screen. Da kommt schon die Meldung rein aus dem Kühlschrank. Achtung, Bier geht aus, heute Abend noch hier Code abfotografieren und was holen. Die ersten Nachrichten kommen rein, der Kalender kommt rein, Wetter, vielleicht ein paar Anzugstipps. Vielleicht startet auch schon die erste Videokonferenz, da wäre es besser, wenn man dann schon angezogen ist. Dann sind Sie fertig und dann machen Sie sich Ihre Kontaktlinse ins Auge. Mit dieser Kontaktlinse gehen Sie auf die Straße und dort bekommen Sie Informationen zu Gebäuden, aber auch zu Menschen. Sie haben heute noch niemanden geküsst. Wenn Sie jetzt auf einer Partnerbörse angemeldet werden, stellen wir uns vor, Sie stünden auf Frauen. Ja? Und ich würde auch auf Frauen stehen und wir wären beide in der Partnerbörse angemeldet und wir begegnen uns mit der Linse, dann würden wir vielleicht sehen, 98 Matching Points. Und dann könnten wir kurz auf dem Weg zur Arbeit entscheiden, nehmen wir uns die Zeit, uns einander kennenzulernen. Und so bekommt in Zukunft das Wort Kontaktlinse eine völlig neue Bedeutung. Das heißt aber auch, es wird noch vernetzter und es wird noch schneller werden. Deswegen kurz mal Bremse reinmachen und hinterfragen, wie beute ich die Technologie aus und lass mich nicht von ihr ausbeuten. Was wir heute haben, ist das Gegenteil. Die Menschen leiden unter dieser Zufilisation, unter diesem Zustand, überkommuniziert, aber dennoch uninformiert zu sein. Krankheitstage in Unternehmen aufgrund psychischer Erschöpfungszustände haben sich verdreißigfacht in den letzten 10 Jahren. Das heißt, es ist auch gesundheitlich wirklich wichtig, dass wir uns überlegen, wie wir gesund kommunizieren.
Denn wenn wir das nicht ändern, macht uns das dumm, krank und arm. Und das beweise ich ganz kurz, weil ich habe mein erstes Buch so genannt, E-Mail macht dumm, krank und arm. Und das hat natürlich ein paar Fakten, die ich gerne weitergebe. E-Mail macht dumm, warum? Es gab eine Studie am King's College in London. Zwei Probandengruppen sollten einen IQ-Test lösen. Die eine Probandengruppe musste davor kiffen. Die andere Probandengruppe wurde während des Lösens des IQ-Tests ständig durch E-Mails abgelenkt. Jetzt, was glauben Sie, welche Probandengruppe hat den IQ-Test A schneller und B auch noch besser gelöst? Ja, es war die Kiffergruppe. Es soll jetzt kein Tipp für die Arbeitsplatzgesundheit sein. Aber was sagt uns das Beispiel? Die E-Mail per se, die macht uns nicht dumm. Aber die Ablenkung, die wir zulassen, wenn wir ständig unseren Arbeitsprozess durch E-Mails unterbrechen lassen, die macht uns, positiv formuliert, nicht schlauer. Schauen Sie sich Ihre Mitarbeiter an oder sich selber, wenn Sie dauernd E-Mailen wie verrückt, und dann denken Sie sich, hey, ein Kiffer, ein bekiffter Mensch, würde jetzt intelligenter agieren als ich. Das gibt einem zu denken. Durch diese Dauerablenkung entsteht was, was Wissenschaftler als den Sägeblatt-Effekt bezeichnen. Andere Studie sagt, ein Wissensarbeiter wird alle 11 Minuten in dem abgelenkt, was er gerade tut. Ablenker Nummer 1 sind E-Mail und Smartphone. Was passiert, wenn wir uns alle 11 Minuten ablenken lassen, ist, wir arbeiten so. Konzentrationszuhofe geht hoch, Ablenkung kommt, wumm, wir machen was anderes. Wir versuchen uns wieder zu konzentrieren, nächste Ablenkung, wumm. Das ist für die Produktivität so, als wenn wir einen Marathon laufen und uns geht alle 11 Minuten der Schnürsenkel auf. Ja, da kommt man auch ans Ziel. Die Frage ist halt nur, in welcher Zeit und mit welchem Krafteinsatz. Diese Ablenkung macht uns krank. Warum? Das hat ein Manager in einem Interview anonym in der Zeit gesagt. Ja, wenn ein Manager heute sagt, er ist süchtig nach Ablenkung und lässt sich von der nächsten Ablenkung sagen, was er als nächstes machen muss, dann ist das ein ganz schlimmer Zustand. Das ist der Zustand, wo unser Hirn süchtig geworden ist nach der Ablenkung und wo wir verlernt haben, uns zu konzentrieren. Wir sitzen da und selbst wenn wir mal konzentriert eine Stunde arbeiten könnten, suchen wir uns die Ablenkung in dem Fall selbst. Das heißt, wir gucken mal kurz, ob Facebook noch steht, wir googeln unseren nächsten Gedanken und wir können nicht mehr am Stück arbeiten. Harvard-Ärzte nennen das Ganze die neue Managerkrankheit und sind der Meinung, jeder zweite Manager leidet schon darunter und sie nennen das Attention Deficit Trait. Ablenkungssucht mit der Folge, dass man nicht mehr in der Lage ist, sich zu konzentrieren. Und das macht in Summe arm. Arm auf der wirtschaftlichen Ebene. Ich habe versucht mal auszurechnen, Unternehmensberatung in den USA sagt, durch diese Dauerablenkung verliert die Weltwirtschaft im Jahr 588 Milliarden US-Dollar an Produktivität. Wie ich mir gedacht, jetzt versuche ich das mal auf Österreich zu übertragen und überlege mir, jemand verliert nur eine Stunde am Tag, weil er dauernd guckt, ob Facebook noch steht, weil er auf der 17.000. Google-Seite mit dem süßen Katzenfoto landet. Eine Stunde am Tag, Mitarbeiter, Gehaltsklasse, 3.500 Euro inklusive Lohnnebenkosten und Gemeinkosten. Was kostet das? Bei einem Mitarbeiter im Jahr 12.500 Euro an Produktivität. 10 Mitarbeiter, 125.000. Bei 40 Mitarbeitern lassen wir schon 500.000 Produktivität liegen und bei 100 Mitarbeitern sind wir über 1 Million. Wenn man das in einem Konzern vorrechnet, dann weinen die CFOs und zwar aus sehr, sehr gutem und verständlichen Grund. Arm heißt aber auch, diese Dauerablenkung ist schlecht für unser Privatleben, für unsere Kuss-Lebensbilanz. Ja? Facebook und Smartphone, die beiden Worte, kommen inzwischen in jeder dritten Scheidungsklage in den USA vor. Und jetzt fragt man sich, warum kann das so sein? Dafür gibt es viele Gründe. Hier mal ein kurzes Beispiel, wenn Sie es ganz hinten nicht lesen können. Er vom Rechner und sagt, Schatz, hast du das Passwort geändert auf dem Rechner? Und sie sagt so, ja. Dann sagt er, auf was? Dann sagt sie, auf das Datum, wann wir uns das erste Mal getroffen haben. Ja, jetzt ahnt man schon, das geht nicht gut aus. Es geht auch nicht gut aus. Er sagt dann 10 Minuten später, du Schlampe. Und der Abend ist gelaufen, können wir uns vorstellen. Was zeigt uns dieses Beispiel? Wir sind auch auf der privaten Ebene, wir haben keine Geduld mehr. Ja? Wir fordern Internet- und Computerzugang wie ein Primärbedürfnis, werden ungut einer zum anderen. Und warum eigentlich? Wenn man abends in ein Restaurant geht und sich anschaut, wie viele Menschen häufiger auf ein Display schauen, als in die Augen ihres geliebten Gegenübers, dann muss man wirklich merken, es ist Zeit, was zu ändern. Das merken auch die großen Konzerne, nämlich die merken, dass
die Medien Fluch und Segen sind. Und der Fluch und Segen wird nicht durch die Medien definiert, sondern durch das, was wir daraus machen. Atos, ein großer IT-Konzern, hat gesagt, wir verbannen die E-Mail jetzt aus der internen Kommunikation. Die sind dabei, binnen 1,5 Jahren wirklich in der internen Kommunikation nur noch über soziale Netzwerke, firmeneigene zu kommunizieren, weil sie gemerkt haben, die Leute verlieren ihre ganze Arbeitszeit in der Mailbox. VW hat gesagt, bei uns steigen die Krankheitsstände aufgrund der psychischen Erschöpfungszustände so arg. Wir schalten die E-Mail-Server an den Firmen-Blackberries ab, 1/2 Stunde nach Dienstschluss, um die Leute sich davor schützen, also um die Leute zwangs zu schützen, weil man gemerkt hat, die schaffen das nicht mehr von selber abzuschalten. Was ist der Segen? Wohin geht die Reise? Die Reise geht hin, und da werden wir heute noch einiges darüber hören, in sogenannte soziale Intranets. Die Reise geht in kollaboratives Zusammenarbeiten in der Wolke. Das ist eine gute Nachricht. Die schlechte ist aber, unsere Kommunikation wird nicht besser, weder quantitativ noch qualitativ, durch eine neue Software. Die wird nur besser, wenn wir sie ändern. Und deshalb müssen wir die Kommunikationsregeln heute neu definieren. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Hier kommt erste Hilfe für die 3 beschriebenen Krankheiten. Das Erste, was ich Ihnen mitgeben möchte, ist, machen Sie es, wie ich es gemacht habe, ziehen Sie mal Bilanz. Installieren Sie sich ein Programm wie zum Beispiel Rescue Time, das kostet nichts, und schauen Sie sich mal an, was machen Sie wirklich am Computer, mit welchen Programmen verbringen Sie wie viel Zeit in der Woche. Also, wie lange verbringen Sie mit Excel, mit PowerPoint, mit Designprogrammen, wie lange mit Ihrer E-Mail-Box, wie lange surfen Sie im Internet. Und da werden Sie sehen, man schätzt sich oftmals falsch ein. Man denkt immer, man ist viel produktiver, als man wirklich ist, und dann kriegt man am Freitag seine Wochenauswertung, kann sich vergleichen mit anderen Leuten aus der Branche und kann sich dann neue Ziele setzen und sagen, nee, ich möchte nächste Woche 2 Stunden weniger surfen und 4 Stunden weniger in meiner Inbox verbringen. Rescue Time als erster Tipp. Das gilt für alles, hilft bei allem. E-Mail-Wahnsinn, was können wir da machen? Ich glaube, das Wichtigste ist eine innere Einstellung. Ich habe früher immer gedacht, ich maile, also bin ich. Also bin ich wichtig, also bin ich unersetzbar, ich muss ständig erreichbar sein, ich habe eine Managementposition und so weiter. Schwachsinn. Heute beende ich den Satz ganz anders. Und da kommt jetzt ein richtig hässliches Foto. Und das habe ich nur mitgebracht, damit Sie alle sehen, wer Sie auch nicht mehr sein möchten. Ich beende den Satz heute wie folgt. Ich sage, ich maile, also bin ich Sklave. Nur Sklaven sind ständig erreichbar. Keiner von uns ist Sklave. Wahre Männer und Frauen, wahre Manager verfügen über ihre Zeit und entscheiden selbst, auch mal unerreichbar zu sein. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil man produktiv und kreativ arbeiten möchte. Das hier, wenn das hier meine Urlaubszeit ist, dann habe ich ein echtes Problem. Wenn das meine Arbeitszeit ist, dann beute ich die Technologie so aus, dass sie mir was bringt. Ich kann mobil arbeiten, wann und wo immer ich will. Aber in der Wirklichkeit ist es so, gerade bei Menschen in großen Unternehmen, dass das heutzutage im Urlaub passiert und das ist ungesund. Ein zweiter Tipp, der ganz einfach klingt gegen E-Mail-Wahnsinn, ist, starten Sie offline. Machen Sie es nicht wie jeder zweite Amerikaner. Morgens schon ein Auge offen, Smartphone raus, E-Mails abrufen, anfangen zu antworten, Facebook bearbeiten, Nachrichten verschicken. Wenn Sie so in Ihren Tag starten, starten Sie reagierend. Und dann schaffen Sie es meistens nicht mehr, in den agierenden Modus zurückzukommen. Ich starte meinen Tag so, ich setze mich hin mit einer guten Tasse Kaffee, weißes Blatt Papier, und dann versuche ich, die 20% der Aufgaben für mich zu definieren, die mir idealerweise 80% meines Arbeitsergebnisses bringen. An einem Strebertag erledige ich gleich noch 1, 2 dieser Aufgaben und erst dann öffne ich meine Kommunikationskanäle und beginne Kommunikation abzuarbeiten. Denn E-Mails erledigen nie ihre Arbeit. E-Mails wollen meistens was von Ihnen und kommunizieren Ihnen die Dringlichkeiten und die Wichtigkeiten von anderen. Wenn Sie mit E-Mails starten, machen Sie 80% dessen, was andere wollen, sitzen abends da mit 20% des Ergebnisses und müssen nachts arbeiten und am Wochenende. Deshalb offline starten, selbst priorisieren. Und dann E-Mail-Öffnungszeiten. Großartig. Wer hat gesagt, dass das E-Mail-Programm rund um die Uhr offen sein muss und dass Sie ständig gucken müssen, ob da Post ankommt? Niemand. Ich für mich habe 2 E-Mail-Öffnungszeiten definiert. Eine am Vormittag, eine am Nachmittag.
Jeder Mensch, der neu mit mir arbeitet, dem sage ich das. Ich sage ihm, pass auf, ich bin kein Notarzt, ich bin keine Hotline, ich bin auch kein E-Mail-Kundenservice für ein schlechtes Produkt. Ich bin ein Mensch, der arbeitet und ich mache nicht ständig Post. Ich bin nicht meine eigene Schreibkraft. 2x am Tag E-Mail-Öffnungszeiten, 10 Uhr und 16 Uhr. Wenn es wirklich dringend ist, sage ich den Leuten, ruft mich bitte an. Ich gucke nicht dauernd in meine E-Mails und ich mag auch die Anrufe nicht. 2 Sekunden später ruft dich eine an und sagt, hast du meine E-Mail nicht gekriegt? Ja, was glauben die? Wir sitzen alle in den Mailboxen und warten auf neuen Posteingang. E-Mail-Öffnungszeiten helfen. Aber Achtung, Sie müssen das jedem kommunizieren, der bislang noch gewohnt war, dass Sie ständig erreichbar sind. Erklären Sie, dass es niemandem was bringt, ständig erreichbar zu sein. Und vereinbaren Sie E-Mail-Öffnungszeiten in Projekten beim Kick-Off-Meeting mit jedem neuen Kunden. Auf den Visitenkarten, in der Signatur. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu kommunizieren. Sinnlos Surf-Syndrom. Blitztherapie. Was können wir dagegen tun? Das erste klingt auch sehr banal. Aber die wenigsten Menschen nehmen sich Zeit dafür. Wir verlieren so viel Zeit durch das Suchen im Internet. Und es wäre so einfach, schneller zu besseren Ergebnissen zu kommen, wenn wir was machen, was wir schon in der Schule gelernt haben, wenn wir einen guten Spickzettel hätten. Und die gute Nachricht ist, der Spickzettel kommt gleich. Die schlechte ist, wir suchen so lange, weil das Internet dazu verleitet, dass wir immer denken, da ist doch noch mehr. Da könnte es doch noch ein besseres Ergebnis geben. Also suche ich noch weiter. Da verlieren wir viel Zeit, deshalb besser Spickzettel nutzen. Ihr könnt euch die Folien übrigens nachher runterladen. Ich habe einen Link drin, da ist das alles drin und alle Seiten, die ich euch jetzt zeige, sind auch verlinkt. Ich habe 2 Seiten reingemacht, Spickzettel, Shortcuts für Google. Die Google-Sucheingabe kann sogar Prozent rechnen. Die kann Sachen, wo gerade als Kreativer, ich bin ganz schlecht im Rechnen, wo ich mir denke, super, ich könnte Google so sehr ausbeuten, aber ich muss wissen, wie. Ich muss die Shortcuts kennen und ich muss sie anwenden. Deswegen ist mein Tipp, fangt an mit den Shortcuts bei Google zu recherchieren. Irgendwann kann man sie auswendig. Das macht die Suche so viel effizienter und man kriegt in kürzester Zeit bessere Ergebnisse. Zweite große Zeitkiller, sinnlos Surf-Syndrom-Auslöser, sind natürlich die sozialen Netzwerke. Viel Lebenszeit geht auf Facebook verloren und da ist meine Einstellung die, ich nutze für mich Facebook als Informations- und Wissensmanager. Das heißt, ich habe meinen Privatkram in Gruppen organisiert. Mein Fokus liegt auf Experten, die auf Facebook ihre Meinung weitergeben, Medien, die ich interessant finde, insbesondere internationale Medien, kreative Seiten, die international sind. Und das ist das, was ich bei mir in den News reinlaufen lasse. Dafür muss man Facebook aber einmal so konfigurieren, dass man sich diese Expertenquellen in seine persönliche Chronik und in seine persönliche Facebook-Gruppeneinteilung einfügt, dann bringt dir Facebook auch Zeit, weil ich das Ganze aussteuere, auch wieder über Tools. Da gibt es 3 verschiedene, die machen Facebook und alle anderen Social-Media-Kanäle, Twitter, Blogs, was auch immer, zu deinem persönlichen Magazin. Und ich habe mir persönlich abgewöhnt, ständig wieder auf irgendeine soziale Network-Plattform zu gucken. Ich versuche auch hier, Stichwort E-Mail-Öffnungszeiten, zu sagen, jetzt nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit für die News aus den sozialen Netzwerken. Und ich habe sie in Seit. Seit ist ein Tool genauso wie Tapto oder Flipboard. Kann man herrlich am iPad oder an einem Tablet durchblättern. Und man sieht wirklich nur das, was man sich selber als wichtig eingestellt hat, schön aufbereitet in einem Magazin. Das erspart einem viel Zeit und viele Klicks. Generell gilt bei der Auswahl von Social Networks, nicht den Schafen folgen, nicht überall dabei sein. Man braucht nicht auf 20 Plattformen angemeldet sein, aber auf denen, die wichtig sind. Ich habe hier auf die Folie ein paar kreative Netzwerke reingemacht, wo man viele Bilder findet, wo ich meine Bilder finde für Präsentationen, aber auch Slideshare. Slideshare, für alle, die es noch nicht so intensiv nutzen, ist meine absolute Lieblingsplattform in puncto Wissen und Benchmarking. Wenn ich ein neues Thema beackere, gehe ich erstmal auf Slideshare und gucke mir an, was gibt es für Präsentationen, für Expertise zu diesem Thema. Meeting-Malaria und Präsentationspest, was können wir da auf die Schnelle dagegen tun? Erstmal wirklich nie wieder Folien-Karaoke. Ja? Also dieses Vorlesen, man guckt sich irgendwas an und dann weiß man nicht, was man sagen will, also liest man das vor. Bitte nicht, das bringt die Leute zum Einschlafen und macht Kunden langfristig sehr unglücklich. 2 Soforthilfetipps findet man hier auf Slideshare. 2 tolle Präsentationen. Die eine heißt You Suck at PowerPoint und die andere heißt Steal This Presentation.
Man braucht für beide ungefähr 20 Minuten Zeit, um die sich anzuschauen. Danach weiß man, was man in puncto Foliendesign und Präsentationen nie, nie, nie wieder machen wird. Stichwort Foliendesign, was immer echt schwierig ist, Grafiken, Infografiken. Diese Folie, die man hier sieht, damit hat eine hochbezahlte Agentur der amerikanischen Regierung versucht, den Afghanistan-Krieg zu erklären. Na? Wundert man sich nicht, dass durch PowerPoint-Folien auch Kriege entstehen können. Tipps, um wirklich mit wenig Aufwand ganz, ganz tolle Infografiken zu machen. Auch hier sind soziale Netzwerke wieder super. Visually, Easily, Infogram, habe euch hier drei Links reingemacht. Dort kann man Folien quasi machen mit Vorlagen, kostet kein Geld auf Basis von tollen Infografik-Designs von anderen Kreativen, die ihre Sachen dahergeben. So, und der dritte Tipp ist wirklich, wenn ihr ein Meeting habt, ein Kundenmeeting, konzentrieren, wieder lernen, wirklich das Handy auszuschalten. Meine Erfahrung ist tatsächlich, die Welt geht nicht unter, wenn man das Handy mal ausschaltet, aber man verliert verdammt viel Aufmerksamkeit, wenn man das Ding, diese kleine Handfeuerwaffe, ständig vor sich liegen habt und dann blinkt's und dann vibriert's und es lenkt einen ständig ab. Wirklich mal den Mut haben, wieder auszuschalten. Aktuelle Studie sagt, einer von 10 Smartphone-Nutzern weiß nicht mal, wo der Ausknopf ist. Und um euch zu zeigen, abschließend, wie wirklich wichtig das Thema ist, das Handy mal abzuschalten, wenn die Hersteller schon damit werben, dass die Dinger einen Ausknopf haben, dann ist es allerhöchste Zeit, umzudenken. Hier ein Werbespot zum Thema. Really? 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 It's time for a phone to save us from our phones. New Windows Phone, designed to get you in and out and back to life. So, die Botschaft dieses Spots könnte man auch auf einen Satz runterbrechen. Ich habe mir das in die Nähe meines Schreibtisches gehängt und wenn mich irgendwas aufregt, schaue ich mir erst die arme Eule an und da steht drauf, Selbstbeherrschung ist der einzige Weg, um in einer Welt voller Idioten zu überleben. Und ich werde immer total entspannt, wenn ich mir die arme Eule anschaue. Und ich sage euch was, Selbstdisziplin kann man lernen und man kann es im Internet lernen. Deswegen zum Schluss, diese Webseite kann man getrost 5-mal am Tag aufrufen. Am besten gleich bookmarken. donothingfortwominutes.com. Was passiert, wenn ihr die Webseite aufruft? Man kommt auf eine Seite und sofort Kurzurlaub. Ja, das Meer. Liebeshungrige Möwen kreischen ihr kleines Lied. Und die Zeit läuft. Die Zeit läuft hier. Und sobald Sie irgendwas machen, an der Tastatur oder an der Maus, dann kommt hier ganz fett Fail, Fail, Fail. Und die 2 Minuten beginnen erneut zu laufen. So kann man lernen, dass man vor einem hochtechnisierten Gerät sitzen kann und einfach mal nichts tun. Atmen, in Ruhe nachdenken über das, was man als nächstes tun wird. Das ist so schön, dass es süchtig machen kann. Deswegen donothingfortwominutes.com. Und diese Seite hat mir unter anderem geholfen, meine Kussbilanz auf 15 Tage Lebenszeit zu erhöhen. Es ist noch ein weiter Weg, aber auch ich diszipliniere mich nach wie vor immer selber. Ich hoffe, ich konnte ein paar Tipps mitgeben, die Impulse bieten, was zu machen. Ansonsten gibt es noch meine Bücher. Das Neue, das Rote da, das kommt jetzt Ende März raus. Und die Folien kann man sich runterladen auf meiner Webseite anitraeckler.com/folien/kreativwirtschaft.pdf. Es ist alles verlinkt. Ich hoffe, das wirkt als kleine Blitztherapie dann noch nachhaltig zu mitnehmen. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank.